Siezersport TV. Eure Stars hautnah. Wird Ihnen präsentiert von folgenden Partnern. Hallo liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen bei Siezersport TV zum Frühjahrsauftakt in der Salzburger Liga. Und zwar trifft heute der FC Buch zu Hause auf den SC Golling. Und wie gewohnt haben wir jetzt für euch die Highlights des Spiels und danach die Stimmen zum Spiel. Viel Spaß! Scheicherwand. Das Handwerk muss sich ständig neu erfinden und wir uns mit ihm. Scheicherwand sucht Techniker für die Arbeitsvorbereitung und Tischler sowie Montagetischler. Infos unter www.scheicherwand.com/jobs. Ja, also Frühjahrsauftakt in der Salzburger Liga. Hier sehen wir Bernhard Huber. Er trifft heute zu Hause mit seiner Mannschaft, mit dem FC Buch auf den SC Golling. Hier sehen wir noch die beiden Kapitäne, Zaric und Dügruber. Ja, und die Bucher warten in dieser Saison immer noch auf den ersten vollen Erfolg. Aber in diesem Spiel übernahmen hier auch gleich die in Gelb spielenden Gollinger das Kommando. Zweite Spielminute, ein Ball zur Mitte und hier kommt der Ball zu Hubert. Aber dieser Ball geht noch deutlich am Tor von Mario Stangl vorbei. Die Bucher kommen nur selten vor das Tor der Gollinger und wenn, dann hier zu mehr oder weniger Halbchancen. Ansonsten sind es immer wieder die Gollinger, die hier gefährlich vor dem Tor von Mario Stangl auftauchen. Hier ist es Brückl über die rechte Seite. Er bringt den Ball zur Mitte und Sandmeier mit einer Riesenmöglichkeit auf das 0:1. Allerdings schießt er den Ball über das Tor. Sandmeier, der heute eine überragende Leistung zeigt, aber diesen Ball hätte er im Tor versenken müssen. Dann 23. Minute, wieder der SC Golling, wieder Brückler. Und er verzieht alleinstehend vorm Bucher Schlussmann Stangl. Dann gehen wir in die 25. Spielminute, wieder der SC Golling über die rechte Seite. Hier kommt der Ball zur Mitte und da ist es Jure Klaric mit einem Eigentor, 0:1 für den SC Golling in der 25. Spielminute und das ist wirklich unglücklich gelaufen. Hier sehen wir, hier springt der Ball Klaric auf den Kopf, keine Abwehrmöglichkeit für Stangl. Ja, Christoph Lessacher kann mit seiner Mannschaft durchaus zufrieden sein. 0:1 für den SC Golling nach 25 Minuten und die Gollinger blieben auch immer weiter am Drücker. Hier ist es wieder Brückler. Aber der Ball landet im Außennetz. Die letzte Möglichkeit dann im ersten Durchgang. Die gehörte allerdings den FC Buch. Hier ein Freistoß. Allerdings kein Problem für den Torhüter Adin Kulic im Tor der Gollinger. Halbzeitstand hier im Buch 0:1. Ich bin die Stefanie. Ich arbeite beim Scheich und meine Hauptaufgabe ist Lackieren und die Fertigstellung. Beim ersten Tag, da habe ich alle mit Sie angesprochen. Das war der größte Fehler meines Lebens, weil es wollte keiner. Man redet hier nur mit Du, weil die alle sehr nett sind, mich aufgenommen haben. Und ihnen wurscht ist, wenn ein paar Fehler passieren oder mein Sprachfehler, das ist ihnen egal. Oder jetzt haben wir einen Kicker-Tipps bekommen vom Chef. Sowas macht halt dann Spaß. Darum arbeite ich auch sehr gern hier. Dann gehen wir gleich rein in diesen zweiten Durchgang und die Gollinger kamen mit genauso viel Schwung aus der Kabine wie im ersten Durchgang. Hier ein langer Ball und dann Unsicherheit von Stangl und dann ist es Sandmeier und er erzielt in der 49. Spielminute das 0:2 für den SC Golling. Also aus Sicht der Gollinger ein perfekter Start in den zweiten Durchgang, 0:2 und es sollte auch gleich munter weitergehen in diesem Spiel. In der 51. Spielminute ist es hier Brückler, der sich hier auf der linken Seite durchsetzt und er trifft in der 51. Spielminute zum 0:3 für den SC Golling und das ist jetzt schon mehr oder weniger eine Vorentscheidung in diesem Spiel. Hier können wir das Tor nochmal sehen. Stangl hier nicht ganz glücklich, der Ball landet im kurzen Eck. Ja, und in weiterer Folge waren es immer wieder die Gollinger, die hier zu Chancen kamen. Hier war Stangl auf dem Posten und dann ist es hier Erik Mitterlechner und wieder Stangl, diesmal
mit einer super Parade hält er das 3:0 fest. Dann waren wir schon in der 80. Spielminute. Die einzig nennenswerte Aktion der Pucher, die wir euch zeigen können, ist hier ein Freistoß von Zaric. Der Ball geht aber am Tor vorbei. Und dann haben wir noch einen in diesem Spiel. Hier ist es nochmal Erik Mitterlechner. Allerdings geht dieser Ball auch knapp am Tor vorbei. Ja, und das war's hier in Buch aus dem Waldstadion. Der SC Golling gewinnt zum Saisonauftakt im Frühjahr mit 0:3. Und wir haben jetzt noch für euch die Stimmen zum Spiel. Siezer Sport TV. Eure Stars hautnah. So, jetzt bei uns Nico Sandmeier. Nico, heute 0:3 Auftaktsieg gegen den FC Buchtal zu Hause. Man kann eigentlich sehr zufrieden sein, oder ist das Einzige, was man sich eigentlich angreifen kann, dass man die Chancen nicht alle genutzt hat? Ja, auf jeden Fall. Also wir haben uns vorgenommen, dass wir auch von Anfang an da sind. Und ich finde, wir waren über das ganze Spiel präsent. Und wie gesagt, der einzige Mangel war eben mangelnde an die Torchancen. Ich finde, wir hätten in der Halbzeit schon mindestens 3:0 führen müssen. Das hat jeder von uns viele Chancen gehabt. Und ja, aber am Schluss haben wir zum Glück, ich glaube, verdient gewonnen. Und das ist das Wichtigste, 3 Punkte. Wie war generell das Gefühl, wieder nach so einer langen Winterpause auf dem Platz zu stehen? Ja, unglaublich, weil, also wie gesagt, das war unglaublich lang. Die Vorbereitung war anstrengend, wir haben viele Spiele gehabt da und natürlich freut man sich immer, wenn man dann das erste Spiel auch gewinnt. Und wir freuen uns alle, dass wir wieder da sind. Jetzt geht es nächste Woche gegen Sitzenheim. Was erwartest du da für ein Spiel? Ja, wird sicher ein schweres Spiel. Wahrscheinlich ein bisschen schwerer als heute, das glauben wir schon. Aber wir spielen daheim und jetzt haben wir das erste Spiel gewonnen, viel Selbstvertrauen tankt und ich glaube, dass wir nächste Woche schauen, dass wir genauso gut reinstarten. Alles Gute, herzlichen Dank. Danke. Siezer Sport TV. Eure Stars hautnah. So, jetzt bei uns Philipp Zaric. Philipp, heute eine Auftaktniederlage da zu Hause gegen den SC Golling. Was, das erwartet schwere Spiel und was ist dein Fazit vom heutigen Spiel? Auf jeden Fall, wir haben gewusst, dass der Gegner auf jeden Fall stark ist, dass sie gängig sind, dass sie spritzig sind. Ich glaube, sie sind nicht umsonst auf dem 3. Platz. Sie haben mehr Stärke bewiesen. Für uns war es halt schwer. Wir haben viele Ausfälle gehabt, ich würde jetzt sagen, vor dem Spiel. Beim Aufwärmen haben wir wieder umstellen müssen. Und was letzten Endes dabei herausgekommen ist, finde ich, haben wir uns gut geschlagen. Man kann einiges Positives mitnehmen, aber auch viel Negatives, an dem wir arbeiten müssen. Aber im Großen und Ganzen bin ich stolz auf die Mannschaft und es wird besser. An was denkst du, muss man am meisten arbeiten in der Mannschaft? Ja, direkt kann man das jetzt nicht so sagen. Wir sind als Truppe wirklich eingeschweißt. Und das hat man in der Vorbereitung gesehen, haben wir wirklich eine super Vorbereitung gehabt, haben viel an der Physis gearbeitet. Wir müssen halt die einzelnen Sachen die einfach verfeinern, würde ich sagen. Und dann, glaube ich, können wir positiv in die Saison starten. Jetzt geht es nächste Woche nach Bramberg. Was erwartest du da für ein Spiel und wie erwartest du Bramberg? Bramberg auswärts, immer schwer. Also ich glaube, da sagt jeder Spieler das Gleiche, immer schwer. Wir werden versuchen, kompakt aufzutreten und ja, das Beste auszuholen, was geht. Was hat man sich denn jetzt noch mit der Mannschaft vorgenommen für das Frühjahr? Was möchte man denn jetzt noch alles erreichen? Wir haben viele junge Spieler dazu gekriegt. Ich bin auch neu. Ich versuche ein bisschen die Mannschaft zusammenzuhalten und dabei geht es ganz gut und mit der Zeit wird es immer besser und besser und ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Philipp, ich sage herzlichen Dank, dass du bei uns warst. Alles Gute. Dankeschön.